Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen League of Legends Ranked Gameplay mit Diana. Vega hat meinen Blue Buff gewardet, deswegen fange ich da jetzt nicht an, weil sonst ist es ja quasi ein gratis Red Buff Steal für den Echo. Und wir gucken mal. What is happening? So pingen die so viel um Hilfe. Ja. Gucken mal, ob er invadet. Also ich habe extra sehr late gewardet. Also der Ward müsste noch, na gut, so lange hätte er nicht mehr. Aber ich meine, wenn er in der Zeit, wo der Ward noch steht, nicht kommt, dann kommt er gar nicht eigentlich. Weil sein Ward müsste jetzt schon weg sein eigentlich. Also der von Vega. Das heißt, der hält jetzt noch kurz, genau. Bis dahin schaffe ich die Raptors noch fast wahrscheinlich. Dann müsste das eigentlich eine sichere Sache sein. Ja, wir haben ein ziemliches Late-Game-Team. Jinx Late-Game ist ziemlich stark und Kayle ist wahrscheinlich der stärkste Champion überhaupt im Late-Game. Also im Verhältnis zum Early-Game. Early-Game Kayle ist, würde ich sagen, ziemlich bad. Late-Game Kayle ist, wie gesagt, einer der stärksten Champions im Spiel wahrscheinlich. Und ja, aber die Gegner haben Irelia und Vega, die sind auch extrem Late-Game-lastig, aber auch Early-Game-lastig. Mit dem Unterschied zu Kayle. Also mal schauen, wie das Game so wird. Gut, also er war jetzt eigentlich nicht da. Ich denke auch nicht, dass er noch kommt. Passt. Double Kill für die Botlane, das ist schlecht. Und, unser Team hat ihn nicht mal angegriffen. Sie sind beide gestorben mit einem Summoners außer Ignite und der Esri hat anscheinend nicht mal Damage bekommen. Nice, das ist irgendwie fragwürdig, okay. Vor allem, weil beide Fernkämpfer sind. Aber gut. Na gut, er hat jetzt die Krabbe gemacht. Aber wenn ich mich beeile, müsste ich eigentlich die untere Krabbe noch kriegen, außer er geht nicht back. Erster Drake Infernal wäre ultra wichtig, aber unsere Botlane ist jetzt schon ultra behind. Sieht nicht gut aus. Ich habe das Gefühl, ich muss unbedingt was machen, aber ich weiß nicht was. Also gut, ich weiß es schon, ich müsste Botlane killen, aber ich weiß nicht wie. Oder Midlane. Oh, Echo ist top. Wir könnten den Drake. Ah, ich bin so low und ich habe nur einen Smite. Der war auch noch nicht back. Ich habe nicht mal Level 5 geschafft. Oh, das ist halt ein Free Drake. Eigentlich. Schade. Zu wenig Gold gehabt. Schade. Ah, ne, hätte ich nicht geschafft, Solo. Oh, nice. Könnte auch sein, dass ich bald mal den Master Yi auspacke. Ich habe ihn jetzt gestern im Stream gespielt mal. Also nochmal, besser gesagt.
Und da hat er letztens einen Buff bekommen, irgendwie, dass seine Q jetzt On-Hit-Effekte proggt. Und hat schon ganz gut ausgesehen, eigentlich, an für sich. Also, weiß nicht. Kann ich mir schon vorstellen. Oh, natürlich hat er invaded. Er konnte halt unmöglich wissen, dass ich sein Zeug geklaut habe. Der war niemals in seinem Botside-Jungle und hier. Oh, I'm dead. Alter, zero reaction. Seht ihr das? So, mit solchen Leuten spiele ich zusammen. Mit solchen Leuten spiele ich zusammen, Alter. Weh. Oh, so. Die werden halt keinen Kill kriegen. Alter, das ist ein Scherz. Das ist so ein Witz einfach. Das ist so ein Witz ist das, Alter. Das ist so lächerlich. Mit was spiele ich hier zusammen, Alter? Die Kayle hat überhaupt nicht reagiert. Alter, das gibt's nicht. What the fuck einfach? Ja, das ist so lächerlich. Oh, die Botlane macht gerade ein heftiges Play. Ich könnte jetzt den Drake riskieren. Passt. Gut, damit habe ich meinen Tod wieder ausgeglichen, würde ich sagen. Also safe. Sehr gut. Könnte jetzt sein, dass Echo jetzt den Herald macht, weil er ich. Also ich schätze mal, er war Topside gerade. Aber I don't know for sure. Botlane mit Ulti ganken wäre jetzt natürlich auch eine Option. Ich hasse diese kleinen Drecksviecher, Alter. Die haben so eine bescheuerte Hitbox. Aber mein Echo ist da. Und er ist Level 6. Er muss in den Tower ulten. Boah. Was? Puh, nice. Die hat die Q vom Ezreal gebodyblockt. Es ist so lächerlich, Alter. Der Typ ist tot. Echo ist tot und seine Fähigkeit macht einfach weiterhin Schaden und bleibt bestehen. Das ist so ein lächerlicher Champion einfach. Das ist halt wirklich insane. Er stirbt? Ja, und seine Fähigkeit, ja, die bleibt einfach und macht nochmal Damage. Cool. Passt. Also ist bei Diana nicht so und eigentlich bei keinem Champion so. Aber cool, dass es bei ihm so ist. Passt. Sounds fair to me, man. Alter, ist sehr schnell wieder Toplane. Oh, er hat Boots gekauft. Oh. Heilige. Was macht Leona hier?
Ja, nicht mal gewordet. Auch nicht hier. Okay. Alter, der hat schon Everfrost? Wow. Nice Generality, Alter. Oh no way! Bro, what? Team? Are you fucking kidding me, Alter? Ich habe literally gerade eine halbe Minute lang gegen den Dude gekämpft und der Typ ignoriert es einfach eiskalt. Wie kann man nur so ein asoziales Stück, wirklich? What the fuck ist das für ein Midlaner, Alter? Er spielt einfach komplett ohne Minimap, Mann. Er spielt einfach komplett ohne Minimap. Was zum Teufel, Alter? Ein scheiß Echo mit seiner Drecksulti, Alter, das ist so unfair. Mountain Drake, wichtig. Vor allem, wir haben den Tank, die Gegner haben keinen... Na ja, gut, doch, die Gegner haben Leon. Nevermind. Aber wir haben Gnar. Oh, die Gegner haben echt gute Farms, leider. Und ich fühle mich, als müsste ich gefeedet sein. Ich bin aber überhaupt nicht gefeedet, ey. Der Echo ist übelst gefeedet. Dank mir. Ich habe ihm 2 Kills gegeben. Oh shit. Ah, das gibt's nicht. Okay. Das ist so ein Spacko, Alter, dieser Champion. Jetzt stirbt die Jenna halt einfach. No way. Ah. Vor allem wie viel... Wow. Alter, wie viel Damage der auch einfach macht. Er hat da nicht mal was. Ich würde es ja verstehen, wenn er wirklich... Ich meine, er ist gefeedet. Aber er hat keine Items. Warum macht er so viel Damage? Ich verstehe es nicht. Denkt ihr, er macht den Drake? Probably. Full Elf Irelia ist natürlich Top Lane. Die wird mich niemals den Herald machen lassen. Ja, da ist sie schon. Scheiß Toxignal, Alter. Nicer Pink Ward, Alter. Jetzt können wir ihn eh nicht mehr machen.
Zumindest nicht ohne das Risiko, dass jetzt gleich Echo kommt und uns Quadra killt. Na gut, der war anscheinend back. Hey, ich habe mein erstes Item, let's go. I'm not so useless anymore. Ja, die Kayle nervt halt. Ich meine, klar, sie hat einen heftigen Farm und so. Und ich meine, das ist auch das, was man mit Kayle macht. Aber halt, ich meine, literally ein Meter neben ihr wird gefightet und sie ignoriert sie. Also sowas ist einfach nur ultra asozial. Und das Game könnte anders aussehen, auf jeden Fall. Als ich am Anfang gestorben bin, hätte sie also garantiert Minimum einen Kill gekriegt. Weil die mich ja zu zweit getowerdived. Hinter ihr, by the way. Und der andere Kill, Echo, war auch ein Safe-Kill und es wäre sogar ein Shutdown-Kill gewesen, also ein Huge-Kill, Huge-Impact-Kill. Also, einfach nur ultra-freaking-weird. Haben die hier ein Ward? Okay, die laufen da durch unseren Jungle. Hier war ein Ward. Oh, hier steht safe auch einer, hier unten. Ne? Okay. Okay. Es ist tatsächlich sehr selten, dass so viel gefarmt wird. Also ich bin richtig, also 180 Farm, 160 Farm. Also niemand ist unter 100, das ist schon extrem selten. Traurigerweise, weil das eigentlich echt nicht gut ist. Oh Mann. Was für ein dummes Stück Scheiße. Ey, das gibt's nicht. Erstens mal, ich bin einfach literally 10 Sekunden... Ach, das ist so ein Drecksgame, Alter. Wirklich ohne Spaß, Mann. Ich hasse Echo so sehr. Aber am meisten hasse ich mein Team. Der Echo dürfte gar nicht gefeedet sein. Es gab zwei Opportunities, den Typen hardcore zu shutdown. Und Kayle hat's einfach ignoriert, Alter. Das nervt so sehr. Am Anfang direkt gekillt, boom, hätte er mir nicht so viel Camps klauen können, was auch immer. Und später Shutdown-Kill. Aber nein. Nein, man farmt lieber Mitte. Wo man direkt daneben... Sie hat ja nicht mal auf Farm verzichtet, weißt du? Das ist ja das, was mich am meisten erfasst. Sie hat ja nicht mal auf was verzichtet. Das wäre halt literally 5 Sekunden ihrer Zeit gewesen. Das ist so freaking nervig, wenn jemand so ein kranker Ignorant ist, Alter. Ich meine, es kann ja mal passieren, dass man es nicht sieht. Das kann ja mal passieren. Aber zweimal, und Gnar hat sich ja auch schon über sie aufgeregt. Also Gnar hat ja vorhin auch schon gepinkt, dass sie gefälligst zum Herald kommen sollen. So. Also es bin ja nicht nur ich, der das so sieht. Wäre erschreckend, wenn das so wäre. Dass nur ich das so sehen würde. Echo Toplaner, das ist doch mal eine gute Nachricht. Du gehst jetzt nicht back, Alter. Oh, der ist so lost, ey. Was ist das für eine Bronze, Kayle? Wir sehen den Jungle Toplane, sie geht back. Es ist niemand beim Drake außer Leona. Ich habe keinen Nash aus Tooth gekauft, ich Idiot. Ja, kannst du nichts machen, ich muss flashen wahrscheinlich. Never mind. Der Typ hat, glaube ich, keine Ulti. Never mind. Okay. Er hat mich gerade einfach gewone-shottet. Nice. Er hat mich gerade einfach gewone-shottet.
Sie ist ja die mit Abstand stärkste und hat nicht mal Damage bekommen, Alter. Was hat die in dem Fight gemacht, ey? Ach. Vielleicht flame ich sie zu sehr. Ich meine, mache ich ja gar nicht. Ich schreibe nicht mal was in-game, aber. Direkt so auf die Alte, ey. Die triggert richtig. Man hat übelst den gefeederten Top-Laner, aber irgendwie merkt man davon gar nicht so wirklich was. Ist auch voll komisch, 12, 14. Ich fühle mich, als wäre allein ich 8-mal gestorben. Also es wären viel mehr Kills einfach passiert. Ich brauche aber jetzt Healing Reduction. Ich weiß nicht, ob das was gegen Echoes Ulti bringt, aber müsste es eigentlich schon. Weil er heilt sich ja, also ich meine, ich schätze schon, dass es was bringt. Aber ich habe ja immer noch nicht mal mein zweites Item, also RIP. Yo, wie? Was hat denn seine Ulti für einen Cooldown, Alter? Er kann die alle 5 Sekunden legit benutzen. Baron töte, Baron töte. Oh oh. Yo. Gegnerischer ADC one-shottet mich einfach, nice. Jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, warum die das unbedingt fighten wollten. Das habe ich jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich bin ultra low. Gut, Kayle wieder komplett ignoriert einfach alles. Aber ja, ich bin ultra low, also keine Ahnung, was wollten die jetzt da? Ah, Mist. Ah, ich hatte die Chance, ihn zu killen, ey. Vega fightet me in mid. Holy shit, Alter. Wäre Zeit für einen Englischkurs, Bro. Das ist nicht Englisch, was du da machst. Ja, das sieht schlecht aus. Okay. Die haben ja keinen Baron-Buff. Ich dachte gerade, die pushen jetzt mit Baron hier rein. Aber achso, ne, meint doch, die haben Baron, lol, warte, wer? Okay, ich bin auch ein bisschen lost. Oh, und der Ezreal ist krank gefeedet, ey. Richtig fetter Farm. 5 Kills. Ich kann eigentlich nicht fighten, ich habe viel zu viel Gold. Okay. Junge, wie kann es sein, dass niemand gekillt wurde? Was? Oh, man, Bro. RIP, das ist der Free Drake für die Gegner. Es hat niemand ein Ward oder was? Doch. Weil die anscheinend backgegangen sind. Kay könnte ihn rushen. Rusht das doch niemand ist hier! OMG. Alter, alle Gegner haben resettet. Niemand ist beim Drake gewesen.
Ja, das ist so ein Witz, Alter. Ja, gut gemacht, Jinx. Er stand es einfach nur dumm daneben, ey. What the hell? Oh, der Ezreal ist so geisteskrank gefeedet, ey. Die sind alle so geisteskrank gefeedet. Holy moly, ey. Jeder wird gewonshottet. Es ist so ein Drecks-Champion, der hat gerade eben seine Ulti benutzt. Macht's einfach schon wieder. Er hat gerade eben seine Ulti benutzt und macht's einfach nochmal. Es ist so lächerlich. Jungle Diff, Alter, halt die Fresse. Niemand hat mir geholfen, Alter. Halt deine verdammte Schnauze, du Loser, Alter. What the hell, ey? 076 und will mir hier was erzählen, Alter. Wir haben eine ultra gefeederte Kayle mit 4 KP. AKA hat nie irgendwo mitgemacht. Ich habe auch nur 6. Unsere Jinx hat 3. AKA unsere Carries machen nichts. Aber ja, natürlich bin ich das Problem. Safe. Die nimmt sich den ganzen Farm, hat fast 300 Farm und ja, wird von Vega gewonshottet. GG. Cooler Champion auf jeden Fall. Passt. Ist ein sehr cooler Champion. Ich verstehe es nicht. Er hat ähnliche Items wie ich. Gut, jetzt ist er gerade 3 Level über mir gewesen, aber. Also 2 Level über mir, jetzt 3 Level. Aber es ist einfach absurd, wie viel Damage der macht. Es ist einfach absurd. Das kannst du mir halt nicht erzählen, Alter. Das hat er ja nicht erst seit jetzt. Der hat mich auch schon mit keinem Item hat er mich schon gewonshottet. Was ist das einfach für ein Dreck? Und dann kann er einfach R drücken alle 20 Sekunden und sich einfach komplett Full Life heilen und sich 10 Meter aus dem Fight porten. Das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Oh ja, Jinx ist definitiv nicht das Problem, no. Ha, yo. Eine Q, 600 Damage. Ja, moin. Schon cool, wir haben eine ultra gefeedete Kayle. Und trotzdem verlieren wir das Game sowas von Hardcore. Und 30 Sekunden Drake. Wie kann es sein, dass die nicht Vollbild ist mit so viel Farm, Alter?
Lul. Interessiert das überhaupt jemanden, dass der Drake hier ab ist? So ein Drecks-Item Everfrost, Alter. Die Range davon ist ja mal auch abnormal. Toll, jetzt haben wir einen Inhibitor und der bringt uns genau was, bitte? Wir verlieren jeden einzelnen Teamfight. Ich wette, jetzt schreibt Kay gerade sowas wie: Wow, GG, Echo too fat. Can't win. Ja, hättest aktiv daran teilnehmen können, ihn zu shutdownen vielleicht. Wäre vielleicht mal ein Anfang gewesen. Aber was weiß ich schon. Ich glaube, ich war noch nicht so behind oder noch nicht oft. Ich bin einfach Level 15, 2, 7, echt bad. Ah, ich kann halt nichts machen. Alle Jungle Camps werden genommen, ich kann nicht leveln, ich kann nicht farmen. Und ich kann niemanden killen, weil die Gegner alle ultra krank gefeedet sind. Ich kann halt literally nichts tun. Und in meinem Jungle laufen die ganze Zeit Gegner rum, Alter. Und Teammates habe ich nicht, die mir helfen würden. I'm dead. Ne, ich kann nichts machen in dem Game. Es ist sinnlos. Entweder gewinnt Kay das Game oder nicht. Die hat es mir komplett versaut, die Alte. So ein Anti-Mate, das ist insane. Wie man nur so ein Asozialer sein kann, Alter. Ich war hinter ihr auf ihrer eigenen Lane, ignoriert. Ich war neben ihr, ignoriert. Und zwar nicht für 5 Sekunden, der Fight hat literally 20 Sekunden gedauert. Einfach ignoriert. Und sie ist gestorben, ohne einen Kill zu machen. Die können niemanden killen, das ist so crazy. Oh, aber ne, das gewinnen sie nicht. Wenn sie stirbt, können die Gegner vielleicht sich beenden. Oh, nicht ganz wegen dem Inhibitor. Kayle kommt. Wow. Ich hab's ehrlich gesagt ein bisschen später erst gemerkt, dass die mich geultet hat. Verstehe ich auch nicht wieso. Wie dumm kann man sein, Alter? Ultet eine ultra schlechte Diana, Alter. Ich bin so aus dem Game und die ultet mich einfach. What the hell? Das hat mich gerade so hart, Ding, aus dem Konzept gebracht. And she's dead. Oh. Nice. Oh oh. Echo still one-shotting people. Oh, ich sollte hier weg. Ich bin auch gleich tot. Einziger Vorteil bei Echo ist, dass er eigentlich nur eine Person angreifen kann. Wow. Die Frage, ist das wirklich ein Vorteil? Dann kann er einfach über Wände gehen. Das ist so ein Drecks-Champion. Wer hat sich diese Ausgeburt der Hölle ausgedacht, Alter? Es ist wirklich, wer hat sich diese Scheiße ausgedacht? Immerhin werde ich nicht mehr ganz gewone-shottet.
Okay, oh, GG. Wenn sie tot ist, verlieren wir. No! Der hat schon wieder Ulti, Mann! War das Echo, oder? Der wird jetzt gleich hinter uns auftauchen. Okay, mach den Drake. Okay. Oh Mann, Alter. Was bringt denn nochmal 6 Ability Haste? Ich bin noch so weit entfernt von Vollbild einfach. Das ist crazy. No way. Aber ganz schön lange gedauert, bis die Kayle angefangen hat. Oh man. Da hat der gefühlt ich sogar mehr Impact in den letzten 2 Fights, Kappa. Kappa, ich hab Kappa gesagt, ne? Meine ich nicht ernst. Ich bin komplett nutzlos. Ja, wobei nicht komplett. Immerhin wurde ich nicht mehr gewonshottet. Dank Morello Nomicon. Sonjas wäre huge. Aber ich kann es nicht ändern, dass ich kein Gold habe. Ich meine, es ist, glaube ich, mir wurden noch nie so viele Camps in einem Spiel genommen. Aber ganz ehrlich, dadurch, dass ich eh ziemlich useless bin, Sonjas ruhig nehmen. Ich meine, ich habe kein Problem damit, meine Sachen abzugeben für Leute, die wirklich was damit machen. Was mich nur nervt, ist, wenn es Leute nehmen, die halt einfach ultra behind sind und dann quasi dein Game auch noch versauen. So ungefähr. Also quasi, sie haben es schon verkackt und verkacken dann dein Game noch mit. Oh, Kayle. Kayle might be dead. Yes, sir. Hat man aber gesehen, dass Echo kommt, oder? Ich glaube, den habe ich sogar aufgedeckt. Oh shit. War der da gerade? Ich glaube, der war da sogar gerade. Holy shit. Nee, war nicht. Er ist Mitte. Okay. I'm hallucinating. Es sind nur 3 Leute in Mitte. Das haben die Gegner selber gerade gemerkt. Das haben die wohl selber gerade gemerkt. Gibt Shadow Flame, gibt HP, ne? Ja. Dann gehe ich auf Shadow Flame. Achso, Baron war ab, lol. Ja gut, aber wir hätten jetzt auch nicht alle Baron rennen können und den einfach ignorieren können, hätten wir auch nicht machen können. Und ehrlich gesagt, Baron hat nicht so einen heftigen Impact eigentlich. Nice, let's go. Also das hat einen viel größeren Impact, dass wir gerade 2 Leute gekillt haben. Vor allem die eigentlich größten Probleme, abgesehen von Ezreal vielleicht. Vor allem habe ich das Gold echt dringend gebraucht, Alter. Und unsere Jinx hat sich eine Stopwatch gekauft. Und die ist noch nicht Level 18, what? Ich dachte, ich bin der mit dem niedrigsten Level bei uns. Echo ist noch tot, wenn die Gegner jetzt fighten, wäre es sogar echt dämlich. Team? Nice.
Aber sie ist tot, bis der Drake kommt. Sie ist tot, bis der Drake kommt. Dürfen wir jetzt keinen Fehler machen. Und mit Fehler meine ich eigentlich einfach nur, keiner darf sterben. Ohne nicht mindestens genauso viele Gegner aus dem Leben zu holen. Nice. Oh oh. Der Typ hat doch gerade eben geultet. Hat er gerade zweimal hintereinander geultet? Wir haben verloren. Wir haben verloren, nur ich lebe. OMG, nicht dein verdammter Ernst, Alter. Oh shit. Ach, Mann, wie ist das passiert? Die waren doch nur zu viert. Wie ist das passiert? Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Wie ist Kayle gestorben? In einem 5 gegen 4. Das verstehe ich nicht. GG.